Hey meine Freunde, schön, dass ihr wieder zu einem neuen kleinen Projekt da seid, Settlement Survival. Sofort schockverliebt, ich sag's wie es ist. Unglaublich schönes kleines Spiel, erinnert so ein bisschen, ich habe das Tutorial gespielt, so ein bisschen an Anno und an Banish. Grafik richtig cool, die Entwickler sind richtig dran am Arbeiten. Heute schon wieder ein neue Roadmap-Update gekriegt. Jetzt im Juli kam Jade und Gold raus und neue Performance-Verbesserungen. Und im August werden dann eine öffentliche Toilette noch kommen, die man dann bauen kann, also neue Gebäude. Und da arbeiten die mit Hochdruck dran, ist jetzt gerade im EA, hat mich sofort umgehauen. Und jetzt würde ich sagen, wir probieren jetzt mal gemeinsam einfach irgendein Spiel aus. Was ist denn hier? Standard hat Schwierigkeit 285 auf einfach und wir sind jetzt bei 2140. Also wir spielen auf Hardcore. Wir spielen schwer, das gefällt mir gut, das ist genau mein Ding. Und wir machen jetzt mal eine Story, also so einen Story-Modus. Wir müssen hier diese Statuen aufbauen. Und ja, ich dachte, das könnte interessanter werden, als wenn wir so ein Sandbox-Spiel spielen. Der Sandbox-Modus ist ja auch mega cool, weil ihr könnt dann selber hier Flüsse gestalten, Berge machen und ihr könnt Terraforming machen und so weiter. Ja, cool. Aber ich dachte, Story ist vielleicht ein bisschen interessanter, wenn da so Quests und Herausforderungen kommen und das Ganze auch schwer ist. Ist vielleicht ein bisschen mehr fordernd. Die Inselbewohner haben ihre Häuser bereits erbaut und bereiten sich darauf vor, die Steinskulpturen zu errichten. Ihre Gesundheit ist jedoch aufgrund eines Mangels an Kräutern gefährdet und an Vorräten für Nahrung und Wasser reichen nur noch für 2 Jahre. Wir finden die Skulpturen fertigzustellen. Yes, Sir! Mir gefallen die Zelte nicht. Ich würde die Zelte am liebsten abreißen. Aber vielleicht, die müssen wir vorher woanders wieder aufbauen, ne? Die haben ja jetzt schon zu wenig Leute. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir das dann hier. Dass wir hier so eine Stadt erbauen. Aber bevor wir eine Stadt erbauen, lass uns mal ganz kurz gucken, was wir alles haben. Wir haben Jagdhütten, wir haben Holzfäller und Sammelhütten. Oder andersrum so. Das sind alles Holzfäller, das Blaue. Und das sind Sammelhütten, die holen uns Nahrung. Aber nicht so viel, ne? Wir haben noch einige Felder. Und dann sollten wir Vollgas geben. Wo geht? Ich mag es eigentlich am liebsten, wenn man bei Null anfängt und selber ein bisschen da macht. Ich hätte das Dorf wahrscheinlich ganz anders aufgebaut. Ist aber überhaupt kein Problem. Kann man hier irgendwie... Ne, muss man alles einzeln machen. Aber wenn es an Nahrung mangelt, einfach die Produktion erstmal erhöhen. Vielleicht bringt das ja was. Können wir schneller und mehr Zeug holen. So, die sind schon auf volle Pulle. Ach, guck mal, da kann man noch viel mehr. Ach, krass. Ja, reicht erstmal, wenn wir einen mehr überall haben. Hier haben wir einen Fischer. Dann gucken wir jetzt mal, was wir alles machen können. Wir haben Zelte, geil. Luxushäuser. Brennstoff fällt länger und es wird mehr Stress abgebaut. Na, wir müssen auf jeden Fall auf Häuser umsteigen. Also dieses Spiel hat so viel Entwicklung. Das sind alles Gebäude und Techniken, die wir freischalten können, Bildhauer und so weiter. So viel Tiefe hat das Spiel. Und das ist gerade das im EA. Sandgewinnung. Wir brauchen Wasser. Was haben wir denn? Sauberes Wasser. Schaltet das Reservoir frei, mit dem Trinkwasser gefördert werden kann. Kann große Mengen Trinkwasser produzieren. Safe. Ist drin. Das brauchen wir. Was ist das hier? Badehaus. Ja, warte das mal ab, bis wir eine Stadt haben. Erstmal brauchen wir Häuser. Die leben ja wie Bauern in Zelte. Also wir brauchen dafür Lehm und Sand. Dann machen wir das hier auch. Eisen wird auch irgendwann zur Neige gehen.
Und auch Stein. Aber dafür haben wir keine Technologie mehr. Gut, also Ziel ist erstmal ein Wasserreservoir machen. Dafür brauchen wir Lehm und wir brauchen dafür Sand. Das hier ist ein Stück gerade. Das ist doof. Mann, warum kann ich denn keins bauen? Gefällt mir nicht. Da kann ich nur eins bauen. Da müssen wir hier irgendwas machen. Vielleicht so ein Lager. Damit die nicht so lange... So ein 5x5. Und dann machen wir eine kleine Straße drumherum. Ach, guck mal, der ist auch versetzt. Mir gar nicht aufgefallen. Dann haben wir das schon mal. Wie sieht's hier aus? Oh Gott, da haben die dazu gebaut. Da passt ja nicht mal mehr ein Blatt Papier zwischen. Okay. Interessant. Zum Glück kostet der Feldweg nichts. So. Wir müssen ja irgendwie hier runter. Irgendwie so. Dann können die Leute ein bisschen schneller da laufen. Jetzt gucken wir nämlich erstmal, dass wir Sand und dass wir Lehm kriegen. Und dann bauen wir hier ein Wasserreservoir. Damit wir Trinkwasser schon mal haben. So, zwei Wasserreservoir. Und vielleicht auch noch mal ein Fischer? Was steht denn da? Je größer die Wasserfläche in Reichweite, desto größer der Ertrag. Er kann durch Angelstege erhöht werden, nimmt aber ab, wenn diese zu eng beieinander stehen. Aha. Das heißt, den sollten wir nicht direkt aneinander, sondern wir setzen den dann hier hin. Kann man ein bisschen Deko machen? Nee, leider nicht. Dekorative Steinstatue kann den Stress reduzieren. Wird freigeschaltet, nachdem man die Osterinsel unabhängig von Schwierigkeit überlebt hat. Oh. Dann können wir den immer bauen. So, jetzt geben wir mal Gas. Also Wasser läuft. Die brauchen mehr Nahrung. Vielleicht machen wir noch eine Jagdhütte.
Dann haben wir das schon mal. Ja, guck mal, jetzt arbeiten die alle in den Feldern. Wir haben März. Perfekt. Ah, oh, dann kriegen wir auch wieder ein bisschen was. Wir können die ja trotzdem schon mal hier die anderen, die Pflanzen hier sammeln lassen. Weil hier oben haben wir ja gar keine Sammelhütte. Tut uns ja nicht weh. Ein bisschen mehr Nahrung zu haben, oder? Der Schneider, dem fehlt was. Produktionslimit erhöht. Wird nicht abgeholt. Dann erinnern wir das doch mal. Ist das Schilf? Aber alles rot. Wasser ist rot. Dann müssen wir Gas geben, Freunde. Erstmal hier die Sandgrube fertig machen. Ach, uns fehlt Eisen, das sehe ich auch gerade. Ach, guck mal, was ist das denn jetzt? Ach, das kann man dann noch dekorieren. Okay, probiere ich jetzt hier hingelaufen? Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ach, nee. Ach, cool. Gibt es noch Dekoration und so? Viehbestand. Was haben wir? Putenfleisch. Ja, easy. Machen wir nachher noch so eine Putenfarm hier hin. Immer Sand. Kann man sagen, für was? Und dann machen wir nämlich alles weg. Das sind Rohstoffe. Lebensmittel, Zubereitung, Textil, Holz und Baumaterialien. Ich glaube, das ist Baumaterial, oder? Schau mal, Baumaterialien und Rohstoffe. So, dann machst du Lehm. Guck mal, hier haben die schon einen Feldweg gebaut. Muss auch gebaut werden. Ja, ist ja okay. Und dann arbeiten die kleinen Männchen da in ihren kleinen Hütten und sammeln Sand. Oh, da ist ein Fisch rausgesprungen. Ist ja also ein Fotomodus. Ach, wie cool, Freunde. Ich habe mal ein bisschen jetzt nachgeguckt. Wahrscheinlich habe ich das rausgeschnitten. Mit F11 kann man sogar hier reingehen und mal reingucken. Wie cool ist das denn? Fotomodus! Am Arbeiten. Okay, also mit F11 hat man einen Fotomodus. Geile Sache. Ich stehe ja da drauf, wenn so Spiele so einen Fotomodus haben. Guck mal, hier sind die Steine, die wir bauen. Da sieht man schon den Kopf. 50%. Was fehlt mir jetzt? Stein und Erz haben wir kaum noch. Sammeln wir. Wir haben so viele Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen. Warum, Produktionslimit erhöht. Da brauchen wir irgendwas für Logistik.
Nee, Verkäufer können wir nicht, ne? Doch. Warum nicht? Dann holen die nämlich mehr Zeug. So. Schade, kann er das nicht hier lagern? Guck mal, hier ist so viel. Würde mich aber wundern. Da kann er den Alkohol da nicht laden. Doch, hier ist auch Spiritus gelagert. Dann brauche ich nur Leute, die das dahin tragen, okay? Arbeiter, Mechaniker, Bauarbeiter und Arbeiter. Was ist der Unterschied zwischen Arbeiter und Arbeiter? Was haben wir hier? Technologiepunkte. Ah, da haben wir ja schon geguckt, ne? Und da waren noch ein paar Sachen, die ich machen wollte. Zum Beispiel, ich wollte mir eine Steingrube holen. Bretter wären vielleicht auch nicht so blöd. Das war das Erste, was du im Tutorial machen solltest. Und brauchen Tiere. Müssen wir Futter machen. Brauchen wir aber noch Mais. Das geht noch nicht, weil dafür brauchen wir Seile. Und für Seile brauchen wir Strickwerkstatt. Schilffeld. Machen wir denn die Strickwerkstatt? Strickwerkstatt. Gemacht sind die. Oh, wir haben keine Punkte mehr. Ja, gut. So, dann machst du Lehm und du machst Sand. Easy. Ja, gut, du brauchst Bretter. Und für die Bretter brauchen wir. So viele neue Gebäude. Futterfabrik. Aber bevor ich Tierfutter mache, ganz ehrlich, ja, mache ich erstmal ein Wassersägewerk. Ein Fluss wäre geil. Also ein Fluss wäre perfekt dafür. Nein, das geht nicht. Irgendwo passt es nie. Wenn ich jetzt einen Fluss machen könnte. Ne, da passt es. Ah, da passt es auch. Dann machen wir zwei Sägewerke, die Bretter machen. Vielleicht machen wir noch so ein Sägewerk, das auch noch Feuerholz macht. Weil mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden irgendwann noch kein Feuerholz mehr haben. So, Freunde. Wenn wir das noch mit dem Feldweg. Das auch schon mal. So, jetzt sollten wir nämlich auch Sand und Lehm kriegen. Und damit sollten wir das Wasserreservoir gebaut kriegen. Ah, ja, genial. Gut, dann haben wir das auch schon. Der Herbst ist da, Zeit für die Ernte. Wir haben doch noch gar nichts ausgesät. Das ist schlecht, oder? Zeit für die Ernte. Ich sehe ja nur hier 5 Kürbisse. Ach, das ist Märzanbausaison.
Wahrscheinlich schon außerhalb der Saison. Aus Wasser und Kartoffeln. Macht er gerade Wodka. Boah, gerade rechtzeitig. Wasser ist nur noch auf 2600. Wasserholer, los! Neue Technikpunkte erworben. Oh, wir müssen ein Krankenhaus bauen. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ziege und Glas. Ja, wenn wir die Dinger haben, können wir daraus Ziegel und Glas machen. Wäre der nächste Schritt der Evolution. Aber ich glaube, wir sollten eher Richtung Landwirtschaft gehen. Baumaterial, Seil und Brett. Und jetzt erstmal eine Strickerei. Los Leute, gib Gummi! Steinstatue! Die erste Steinstatue wurde aus dem Stein gehauen. Du benötigst eine große Menge an Baumstämmen und Seil, um die Statue ins Meer zu bringen. Ah. Ach, wir können ja eigentlich in der ersten Folge auch hier mal die Statue ein bisschen gut machen. Dann gucken wir einfach mal. Super. Also gerne liken, gerne einschalten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.